Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terraria. So, ja, und wir als der Haringa, der das Schüssen quatschen muss. muss einfach. Jetzt darfst du auch wieder weiter knuspern, Sionk. So, ja, ich muss ihn kurz das unterbinden, mehr oder minder. Ist aber nicht böse gemeint und das weiß er ja auch. Weiß nicht ich das? Weiß er das wirklich? Ich weiß nicht, ob er es weiß. Ja. Weiß er? Aber ich weiß nur, dass er was weiß, weil er es weiß, ne? Aua. Ne? Genau. Was brauche ich denn nicht? Und ich habe gerade festgestellt, aber das wird nicht angezeigt. Gut. Steam Overlay wird nicht angezeigt in der Aufnahme. Das finde ich gut. Ach ja, genau. Wir fliegen hier immer noch mit unseren UFO ein bisschen herum gerade. Besser wie ich. Wo mir gerade auffällt. Wo ist er? Da. So, mal gucken. Noch nicht, mal ganz kurz. Danke. Was sind nur noch den Plan, den du mir vorhin erzählt hast? Ah, du wirst es gleich sehen. Es wird auf jeden Fall interessant, wahrscheinlich. Lass mal bitte. Ach, komm schon, der will gerade nicht die Dinge aufstellen. Was brauchen wir eigentlich nochmal für die mechanischen Bosse alles? Die mechanischen Beschwörer. Na, sehr amüsant, haha. Nein, ich meine halt, was für Items davon halt. Eisen. Oder Blei, je nachdem. Sionk, hilf auch mal. Okay. Yeah. Okay. Du hast die andere Seite geguckt. Okay? Okay. Gut. Drei? Ah, noch nicht ganz. Ich hab noch ein bisschen. Ich starte jetzt den nochmal. Okay, kann losgehen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Warum ahne ich jetzt schon Böses? Nee, kann ich leider nicht spawnen. Ja, du musst es zuerst machen, nach das andere, oder? Ja, stimmt, machen wir es mal so herum dann. Was ja, aber funktionieren sollte, ist. Sekunde, das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Warte, geht es, dass ich sage. Ah. Oh. Kann ich Moonlord auch noch beschwören? Ey, sind das nicht ein paar wenig Ballisten bei dir? War es nur 150 Mana? Willst du noch mehr haben? Nee. Wir brauchen für den anderen Plan noch mehr. Oh, Seelen der Einsicht. Die mal fliegen wollen, wieder Seelen rum. Warte, jetzt hat sich aber was aufgeklärt. Es gibt 7 Wellen, oder? Da musst du aber hoffen, dass das jetzt schnell lange dauert. Woher bei der Treffer wahrscheinlich bei den Drachen? Ich merke gerade, auf meine Rüstung schießt ja, auch selbst wenn ich in diesem Ding bin. Das heißt, die Rüstung ist sogar ein kleiner Vorteil. Du sollst noch die gelbe Gruppe gegen das Spiel. Ah ja, genau. Oh. Das wäre, glaube ich, praktisch. Wolkig. Jetzt müsste er echt spawnen, ne? 3, 2 und 1. Oh.
probier's nochmal. 3, 2 und 1. Hey! Yep. Und wieder geht das Geruckel von vorn los. Auch wenn man mich nicht. Ich auch nicht. Ja, bei mir leider so ein bisschen. Ich brauche nochmal mehr ätherisches Mana. Warum verfolgt er schon wieder dich? Keine Ahnung. Aber mir macht gerade keinen Spaß da hinten. Ja, jetzt verfolgt er mich, das ist angenehm. Ich doch nur was sehen manchmal. Das Geräusch an mir, wenn sie alle synchron schießen. Gott, klingt gut, ne? Maske. Es klingt auf Dauer leicht nervig. Und sein Kopf wackt bei mir durch die Gegend. Passiert. Okay. Fliegen einen Ticken tiefer. Und mehr nach rechts. Genau, wir müssen die Technik nach Slagus. What? Als ob er mich jetzt. Ich hab doch gesagt, wir fliegen ein bisschen tiefer. Nee, darum geht's gar nicht. Merke ich mir. Teleportieren dauert halt ein paar Sekunden. Ah, mein Stuff. Was hast du denn so Tolles bekommen? Niemand vor der Rüge. Ja, als ob nur das Ding rauskommt. Nee, hier, ich geb dir mal den scheiß Komm aus. Hier und hier und hier. Okay. Krass, wie viel Mana man echt sammeln kann in der kurzen Zeit. Sag dir jetzt zu dem Typ mit 999 Mana. Ja, aber ich verstehe dich jetzt, wie du das so schnell zu lang gekriegt hast. Ach, das Ding. Meine Mana sind vorher alle. Und da ist Betsy. Da war gleich. Hi, Betsy. Das Ding ist wirklich für alle, bevor ich es richtig einsetzen kann. Zahle over fucking kill. Ja, ich will. Hey, ich hab jetzt das. Ach, das ist. Okay, jetzt muss ich mal genauer lesen. Sag mal, was für Flügel hast du, Sihong? Ich? Ja. Ich hab die Steampunk-Flügel. Hier, ich hab was Besseres. Nee, ich mag die Steampunk-Flügel vom Aussehen her einfach am liebsten. Besonders, wenn sie so passend silber zu meiner Rüstung sind. Die ist bewusst, dass du die einfach als Mode-Item dann ausrüsten kannst. Nee, ist schon alles voll. So, und einfach aus Prinzip. Warte mal. Nee. So. Dann packst du irgendwie für jemand anderen weg. So, jetzt hab ich's gerade hinbekommen. So. Gut.
Perfekt. Will jemand ein Kriecherei? Nein. Richtig, danke. Weil ich habe nämlich die Magielaterne. Kriecherei, und so ein Kriecherei, das will niemand haben. Okay. Ich weiß nicht, ich habe noch 12 solcher Kristalle sogar mit. Ich hatte, glaube ich, mal den Plan. Was? Haringer und ich hatten auch noch einen Plan. Okay. Ich hatte auch den Plan, 12-mal die Wellen noch durchzumachen, warum auch immer. Spricht in gewissen Punkten nichts gegen. For real? Wollen wir sagen, was wir jetzt vorhatten? Na? Nö. Dann nicht. Wenn er nein sagt. Was ein Arsch. Nee, okay. Wir hatten vor, den Kürbismond und den Frostmond zu machen, während des Events. Heißt, dass die ganzen Ballisten wieder unsere Arbeit uns abnehmen? Das wäre natürlich praktisch, vorausgesetzt, es passt halt auch. Das weiß ich nicht, das werden wir raus haben. Vom Timing her. Also, wir müssten, glaube ich, erst das eine aktivieren und danach das Eternia-Ding, weil das leicht verbuggt scheint. Wozu ist dieser Typ eingezogen? So, vorausgesetzt, die behindern sich nicht gegenseitig allgemein. Da hinten. Das kann ich nicht weghauen. So, wir haben übrigens genügend Grabsteine, um genügend Figuren zu benennen, die wir Lust haben. Zion. Was denn? Komm zu mir. Na, ich muss gerade noch was nachgucken. Was habe ich denn eigentlich schon wieder für Kram auf? Ja. Er denkt sich nur so einen kleinen Teil. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn warte. Mann, das sind schon wieder alle. Schau mich an. So. Ja. Also, siehst du mich? Ich bin hinter dir. Ja, ich sehe dich, dank deines Namens. Oh. Oh. Schade, eigentlich. Ich bin ja eigentlich physisch nicht, nur halt optisch. Wie gesagt, ne? Wieso ist ein Vogel verbrauchbar? Was ist verbrauchbar? Wenn du einen Vogel fängst, das zählt er als verbrauchbarer Gegenstand. Ja, weil du den auch freilassen kannst. Ach so. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte ihn essen. Oh. Ja, dann ist er auch verbraucht irgendwann. Irgendwann ist auch nicht. Kann ich das eigentlich? Ja, kann ich. Will ich aber echt nicht. Ja, okay, das war jetzt nicht sonderlich nett ausgedrückt, aber naja. Irgendwann wird die gesamte Welt nur aus unseren Kellern bestehen. Aber in denen gehst du dann in alle Biome dann wieder. Aber es wäre dann strukturiert. Strukturiert, Gott. Strukturiert, ja. Perfekt. So, kann, wir haben jetzt einen Vogel im Keller stehen. Was haben wir im Keller? Ein Vogel. Achso, ich dachte, wir haben eine beschränkte im Schrank. Jetzt auch noch ein Vogel im Keller. Ja. Okay, okay. Es fehlen immer noch Steinwände dort. Das gefällt mir nicht. Hab aber auch keine Lust, die aufzufüllen. Ganz kurze Frage. Habt ihr noch Linsen? So. Nö. Linsensuppe. Um die 500 etwas. Wieso musste ich auch gerade an Linsensuppe denken? Vielleicht wegen der Linse. Ja, tut mir leid, ich habe ein verdächtig aussehendes Auge. Hilft das schon weiter? Nicht wirklich. Moment. Ich habe noch ein mechanisches Auge. Hilft auch nicht wirklich. Hey, warum? Willst du ein Geschenk haben? Nein. Warum? Hölle, warum ist das hier? Ich dachte, du willst dieses Geschenk unbedingt haben. Ist es eine Chaingun? Nein. Das ist was Lustiges. Ja. Yeah. Danke. Alle 11 auf einmal oder was? Ich frage mich bis jetzt immer noch, wie du die ganzen Biome hier überhaupt aufteilen möchtest in der Luft. Das wird noch lustiger. Was soll ich mit dem Biom in der Luft machen? Nein, ich frage mich, ob du vielleicht auch noch ein paar in der Luft machst. Heißt noch ein weiteres Biom, was halt das Hollow darstellt.
und so weiter. Nö. Schardi. War auf jeden Fall bestimmt lustig geworden. Ich baue erstmal die Räume unten. Fertig. Okay. So, da habe ich die nicht mehr brauchen. Ich habe noch 182 Pilze. Wow. Aber jetzt sammeln sie sich ganz gut, nachdem man sie nicht mehr so gestresst sammelt. Na, was heißt gestresst auf jeden Fall? Merkst du, ja, unser Dschungel... Ja, unser Dschungelblühe umzählt. Guck mal, was da drin ist. Was? Was ist los? Ach nein, wie geil. Das ist ziemlich cool, oder? Als Obi, Obi. Als Obi, Obi. Das heißt, das Grünalgenerz müsste auch demnächst anfangen. Lass mal das noch. Da unten ist Grünalgenerz. Hier, schau. Da. Ich weiß, das ist halt. Hoppla! Hey, ich hab doch gesagt, lass mal das. Mann. Das ist halt, hallo. Ein bisschen die Pflanze wächst. Wie lange kann es schon dauern, bis wir die besiegt haben und überhaupt, Nein, ich wollte die Pflanze stehen, das war die hübsch war. Ja, aber. Es wächst doch sowieso eine neue. Von was werde ich dann. Von was wollte ich denn jetzt? Nevermind. Das Ding wirft doch Stachelkugeln hinter sich her. Ach so. Die bleiben noch kurz nach dem Tod. Was ist denn da unten ein Vogel? Da liegen übrigens noch Schädel, mechanische Augen und so. Wo? Hier. Okay. Warum baut ihr hier um? Fragezeichen? Achso, den Hintergrund gerade. Okay, und. Im allen Ernst, wir haben echt einen Vogel im Keller. Das. Yep. Ich dachte, das wäre jetzt scherzhaft gewesen von dir. Nein, ja, wir haben einen Vogel im Keller. Ich habe mir einen Kescher gekauft und habe mir dann einen Vogel gefangen, der gerade in der Nähe stand. Eigentlich wollte ich auf goldene Tiere warten, aber der Vogel war als erstes da. Leider, oder? Das ist eigentlich unser Händler, also unser ganz normaler, fucking stinknormaler Händler. Der ist bei der Moonlord Arena. Wollte ich gerade sagen, der hat sich da eingenistet. Irgendwo ist eine Behausungsanfrage von irgendjemandem. Du solltest vielleicht mal noch eine Behausung machen. Es sind momentan genügend da. Nee, wenn müssten oben links welche hin. Im Keller wäre das etwas zu tief für eine Behausung. Wenn du dir das mal überlegst. Vor allem hier oben ist noch das mit dem Moonlord-Gemälde und daneben ist auch noch ein Raum. Also ich weiß nicht, was das Problem ist. Kann man denn alles da schon eingerichtet nach dem entsprechenden Wunsch? Ja. Wie konnte man das nochmal nachgucken? Fragezeichen, ne? Genau. Diese Behausung ist geeignet. Diese Behausung ist geeignet. Beide Behausungen sind geeignet. Und beide sind noch frei. Frei, ja. Deswegen bin ich halt überfragt, warum, weshalb, wieso da keiner drin sitzt quasi. Auf jeden Fall kommt der da rein und der hier da rein und dann haben wir... Nee, da sitzt jemand. Hier weiter unten, Moment, dann kommt mal der Waffentypi hier rein. So. So. Wir haben 18 Minuten auf dem Tacho, wollte ich gerade sagen. Ich bin auf der Uhr. So. Und dann kann der... Naja. Aber müssten... Ach nee, warte, erst nach den nächsten Events, die wir komplett tiert haben, kommt erst wieder, ne? Was? Übrigens, ich habe eine Idee. Staffel 1 geht so lange, bis ich alle Errungenschaften habe. Nein. Oh Gott, das wäre zu lange. Alles bis aufs Angeln. Ja gut, das ist halt wirklich eine Sache, die wir alle bräuchten noch am Ende. So. Mal ganz ehrlich, auf Angeln hat niemand von uns Lust, oder? Nee. Zumindest nicht aktiv. Es war natürlich ja, aber aktiv, aber nein. Das kann ja einer machen, der sich schon mal die goldene Angel holt. Goldene? Weil mit der ist das... Es gibt eine goldene Angel. Du kriegst das Belohnung, wenn du alle 200 Quests des Fischers abschließt. Ja, gut. Du siehst schon, es ist eher nervig, das Ding zu kriegen. Aber es gibt einen eigenen Erfolg, wenn du das Ding mal in der Hand hältst.
Das heißt, das Ding brauchst du auch noch für einen eigenen Erfolg. Hat aber folgenden Vorteil. Einer kann es machen, du kriegst den Erfolg ebenfalls. Haben wir gerade Tag oder Nacht? Irgendwie... Achso, das Pilzbiom ist bei mir noch aus irgendwelchen Gründen aktiv. Ja, das ist erstaunlich groß. Obwohl das nur dieser kleine Bereich eigentlich sein sollte. Ja. Haringa, bitte. Was? Ich habe noch 7 Kugeln, lass mich die noch verschießen. Jetzt hast du... Was macht er denn? Ich habe eine Kanone gekauft, eine Kanonenkugel. Achso. Lass ihn doch, die mal. Wenn du triffst, ist es echt gut. Mach ich damit 300? Heißt, 350. Du bist jetzt Kanonier oder wie? Bist jetzt unter Kanonier oder was? Nee. Das macht nicht genug Damage. Nee, er ist ja der Henker. Ja, deswegen Harenga. Ah Gott. Sorry für diesen ganz schlechten Wortspiel. Das H steht für Freude. Läuft bei dir. Kennt ihr zwei Nico Semsrott? Was? Nico Semsrott. Nee. Der, ich glaube, ehemalig Vorsitzende von der Partei. Ist dein Ding? Wen? Das ist nicht hilfreich. ist ein Comedian, der nicht wirklich lustig irgendwas sagt. Also bis halt. Es ist schwer zu schreiben, was er macht. Er macht halt was. So, fertig. Er kann von seiner Kapitalismuskritik leben. Meint er. Sie hat über gewisse Sachen lustig, allerdings auf eine sehr besondere Art. Auf seine eigene Art, würde ich da dann behaupten. Er ist vom Hauptberuf Demotivationstrainer. For real? Jo. Ein was Trainer? Ein? Demotivationstrainer. Also jemand, der dich deprimiert. Genau. Richtig. Genau das Gegenteil von einem Motivationstrainer. Achso, Alter, das, was er macht, das ist eigentlich ziemlich gut. Ich finde echt zumindest. Wieso? Er macht dich depressiv? Yeah. Nein, er ist eine Live-Show. Und die ist ziemlich unterhaltsam. Hauptsache das, ne? Ich bezweifle, dass er in Wirklichkeit Demotivationstrainer ist. Er tritt halt immer in einer Live-Show auf. Und hat auch letztens die Regel, jedes Mal, wenn er lacht, spendet er 5 Euro in ein Tierheim. Kann es angehen, dass du hier Wasser abgelassen hast? Nein, habe ich nicht. Zum Schluss gab es 5 Euro für ein Tierheim. Du merkst schon, der lacht nicht wirklich viel. Woher kriegen wir einen Eimer? Und, Alter, was habe ich denn für einen Insekten? Einen Eimer kannst du selber bauen. Gottes Willen. Du hast auch einen UFO, flieg. Hange der sich mit dem Haken gelenkt. Ich gib ihn bei die Kante hier, ey. Das ist doch Einen Eimer kann ich dir bauen. Ja, aber ich wenn ich jetzt noch weiß, wo unser Eisen ist. Habe ich es dabei? Aha, ich verzweifle. Nee, ich hab's unten eingestaffelt. So. 1, 2, 3. Was sind das da unten eigentlich für Barren? Ah, Meteoritenbarren. Ach ja, ich weiß, was ich letztes Mal noch machen wollte. Eine Art Beschriftung? Nein, weiterhin Barren stapeln. Ja, aber wie gesagt, ich brauch Eisen. Ja, Eisen habe ich dabei. Ich kann dir gleich einen Eimer basteln. Ach so. Vor allem total gar nicht irritierend, dass du eigentlich in der Luft stehst, obwohl du halt auf dem Barren stehst. Rein optisch ist das halt... Wir haben Lager frei, wir haben genau 6 Bleibarren noch. Das ist jetzt nicht der Eisenersatz. Aber man steht immer auf den oberen Barren, sehe ich auf jeden Fall. Also von der reinen Optik her. Ja. Es sind auch 4, die dort liegen. Wenn du das anguckst, 4. Ja, ja. Und wie viel kriegst du raus? Einen. Ja. Der Eimer, Fragezeichen? Da drüben ist noch ein kleiner See, ich geh dir ein bisschen Wasser holen. Achso, machst du, okay. Hab jetzt Wasser.
Weil ich habe gerade festgestellt, aus irgendwelchen Gründen. Warte mal, ist vielleicht hier unten irgendwas? Nee. Hier ist auch alles dicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss da mehr was rein. Das habe ich festgestellt. Mehr Wasser? Gott. Ich hab noch sogar noch ein bisschen. Hast du auch eine Live-Show? Nee, wenn würde keine kommen. Warte mal, die einzige Idee, die du mir gerade bringst, ist, ja. Einzige Idee, die du mir gerade bringst. Das klingt total deprimierend, ne? Ja, das einzige, was du bringst, ist. Oh Gott, dann müsste ich jetzt hier unten Erde reinmachen, damit das wieder höher ist, das Wasserstand. Der Wasserstand. Das funktioniert nicht. Doch. Das Wasserstand. Du kannst das Wasser in diesem Spiel nicht verdrängen, du überbaust es. Frechheit. Jo. Gut, dann. Wo wir gerade beim Wasser sind. Meiner. Meinetwegen. Okay, Vampirmesser, tut euren Job. Ja. Das ist lustig, wenn ich den Gegner dadurch töte, dass ich nicht sterbe. Du machst zwar keinen Schaden, aber er auch nicht, also was soll's. Ich mach relativ guten Schaden mit meinen Vampirmessern. Vor allem, weil ich ihn gerade mit meinen Ballisten zerballer. Du brauchst deine Maschine gerade, hab ich recht? Oh, warte, was? Ich wollte dir noch eine weitere bauen. Was braucht. Ja, ja, genau, du brauchst deinen. Nee, Plasma. Ach, stimmt, Plasma, Entschuldigung. So, und ja, ich bräuchte ganz kurz die Maschine, weil ich habe gerade eine Idee, die ich mal durchsetzen möchte. Oder beziehungsweise, komm mit. Okay. Und zwar. Wäre es einfacher, wenn ich laufe, als dass ich hier so durch die Gegend schwebe. Also, ich habe gerade ein bisschen Blei gefarmt, heißt, ich kann den noch mehr Eimer basteln. Ja, okay. Hier drüben. Ist das hier? Gott, ich brauche nicht. Ja, also hier einmal. Sich nach rechts rüber arbeiten. Halt nichts gegen, ich brauche eh ein bisschen Stein. Gut. In den Bereich hier ausheben. Oh, ein Herzkristall. Einet ihr euch, ne? So, das Thema wieder. Gott. Oh, das machen wir Blei. Schön, dass du das Wasser hier ablässt, was ich eigentlich. Na, egal. Irgendwann wird die gesamte Welt hier unten eh nur noch aus unserem Keller bestehen, also. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen Angelsee, das steht fest. Okay, warte mal. Ich wollte deinen oben gerade vergrößern. Also ja, das kannst du machen. Aber Vorsicht, dass du halt. Was brauche ich gerade nicht? Ich brauche gerade nicht. Das da. Das hier? Was willst du denn hier machen? Okay, ich glaube, das Wasser, was hier eben sich gestaut hat, ist weg. Jetzt hast du nämlich hier einfach. Jetzt habe ich mein Fahrzeug immer aufploppen lassen. Ja, hier und da. Du musst von da drüben schräg runterbuddeln. Also hier einfach den Bereich. Warte kurz, ich werf kurz was weg und dann trinke ich einmal. Achso, ich darf nichts trinken, während ich in diesem Ding bin. So. Wenn ich mich nicht irre. Du siehst es auf der Minimap, ne? Du hast den See hier? Ja, ja, der muss komplett in die Hölle. Also, du musst so buddeln, okay, dass alles Wasser, was jetzt hier gerade drin ist, geradewegs runterfließen kann. Nee, das heißt auch das in dem Eingang da rechts drüben. Mach ich jetzt mal ganz kurz einen Testrun. Also, das ist jetzt, wie gesagt, ein Testrun, das ist jetzt nicht wirklich. Okay. Ich möchte anmerken, ich habe mein Abbautempo um 25% erhöht. Wie? Mit einem Trank. Die war echt langweilig. Okay. Und übrigens, falls du die Hölle fluten willst, ich empfehle ja. Ja, noch mehr, ich weiß. Man kann nicht beides auf einmal machen. Ah, okay. Wollen wir da nicht noch ein bisschen helfen? Ja, auch könnt ihr gerne machen. Ansonsten helfe ich dem Starius hier mit seinem Wasserproblem. Warte, ich mache jetzt nämlich. Weil. Ich weiß, wie ich dir noch etwas besser helfen kann, Starius. Wo bist du? Ich bin hier am runter. Hier. Na, alles klar. Jetzt gehst du mal zurück. Ah ja, stimmt. Bitte bevor ich ertrinke. Danke. So geht natürlich noch einigermaßen einfacher. Jo.
Du musst nicht meckern, dass du das Ding nicht hast. Du hast es nämlich jetzt. Zumindest solange mit irgendwas schief geht. Mhm. Läuft doch schon mal bisher ganz gut. Okay, das heißt, du kannst Bosse während der Events machen, aber keine anderen Events. Na, das ja, da ist eigentlich schon der Fehler, den wir selber nicht gemerkt haben. Events während Events? Ja. Das hätten wir eigentlich selber wissen müssen. Teilweise kommt man das. Teilweise kommt man auch mehrere Bosse, als nur die Twins gleichzeitig aktiv haben. Und halt alle die anderen mechanischen Bosse. Na, vielleicht haben die das geändert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Na, unerfindlich würde ich nicht sagen. Ist eigentlich schon recht klar, warum sie sowas ändern. Genau. Weil es halt das Spiel leicht kaputt macht. Leicht ist dann auch wieder nett gesagt. Aktiv kaputt macht. Ja. Was macht aktiv das Spiel kaputt? Wenn du mehrere Bosse gleichzeitig kämpfen kannst oder so. Außer bei den Twin, bei den mechanischen Bossen. Weil die zu dritt eine nette Herausforderung sind, aber nicht zu stark und wieder gleichzeitig zu schwach. Okay. Boah, ich hoffe, dass das jetzt das nicht überfordert. Halt die Hölle zu fluten? Ja, ich habe jetzt einige Flüsse hier unten entlang geführt eben. Oh, und das Wasser hat sich ganz verflüchtigt quasi. Ja, das kam bei mir auch so vor. Ich habe das gesamte Meer sogar reingekippt. Das kommt übrigens nicht nach, wie ich herausgefunden habe. Nee, das sollte man also ein Stück weiter arbeiten. Es ist also auch nur endlich. Ah, naja. Wir haben genug Wasser von anderen Welten importiert. Oder genug Eimer. Müsste man ja die gesamte Hölle. Ja, das funktioniert. Kann man auch wegmachen. Gut. Außerdem fällt schön, dass ich mal die Situation hinter unserem Haus. Das ist halt in unserem Keller. Man muss halt ehrlich sagen, es sieht nicht so schön aus, wenn da nicht alles mit Erde umgeben ist. Was machst du da? Ich? Ja. Katzen. Du machst Katzen. Wie bist du eigentlich da reingekommen? Hab mich von rechts reingebaut. Davor war alles offen und jetzt ist es zu. Okay, schön. Ich sehe schon, du hast einen Teleportstab. Wie kommst du jetzt darauf? Ja, wie ich nur darauf komme. Ah, shit. Na, was ist? Gegner und ich kann ja das Fahrzeug nicht verlassen, solange. Dann buddel halt schneller. Ja, schon dabei. Ah, jetzt, wenn du das oft genug verwendest, dann vergeckst du irgendwann dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg von der Fleck. Wenn. Schon denn schon hier. Kostet dein Stadt denn etwa Leben oder was? Was meinst du damit, dass du dran fragst, wenn du ihn zu oft verwendest? Ich vergecke, wenn ich den zu oft verwende, also schau. Achso, ich sehe es gerade an deinem Leben. Pff.
Ich wurde nicht materialisiert. Da liegen übrigens 33 Gold, falls jemand will. Ich hab kein Interesse daran. Ich schon, weil auch sind nur 29. Kam echt eine Menge Schaden durch den Stab. Einmal macht er keinen Schaden, ne? Nur einmal kann ich ihn komplett verwenden ohne Probleme. Oha, Alter. Ich hab mal ein Tigerfell gekauft, wenn wir schon so ein schönes Leopardenfell haben. Wunderbar. So, das hat jetzt ausgereicht, ich musste wechseln. Weil noch länger hätte ich diese Gefahr jetzt nicht überstanden. Aber ich konnte einen Großteil immerhin so hinkriegen. Boah, was sagt die Zeit? 36 Minuten. Ich mache Folgenumschwung. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.